zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe wieder mal ein Craft-Update für euch und zwar nenne ich das jetzt einfach so, weil es ist kein neu und ausprobiert Video, weil ich habe im Moment das noch nicht geschafft, das neue zu verbasteln. Aber ich habe mich, dadurch, dass ich in einer Gruppe bin, wo mir, wie nenne ich denn das jetzt am besten? Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall das ausgemacht, dass mir zu Ostern uns Karten schicken. Und jedes Gruppenmitglied bekommt halt von jedem eine Karte. Das heißt, ich muss jetzt, ich glaube, 12 oder 11 basteln. Und ja, ich meinte, ich habe jetzt 10 fertig. Oder so. Und möchte euch die gern zeigen. Und dann habe ich aber noch ein paar schlichtere, einfache Karten gebastelt. Und zwar einfach nur mit Sachen, meinetwegen mit Alkohol-Hintergründen, die ich schon Ewigkeiten, oder überhaupt mit Hintergründen, die ich schon Ewigkeiten vorbereitet habe. Und dann habe ich kolorierte Sachen, die ich schon Ewigkeiten koloriert habe. Also Ewigkeiten, naja, wie man es halt nimmt. Und wo ich aber, als ich die koloriert habe, noch nicht gleich wusste, was ich damit machen möchte. Also so. Und jetzt hatte ich da mal so 1-2 Tage so, ja, kreativen Einfluss. Oder überhaupt so kreativen, ihr wisst schon, also war echt supi, ne, der Tag oder die Tage für mich jetzt. Und auch Osterkartenideen sind mir gekommen. Damit hatte ich ja letztes Jahr so ein paar Schwierigkeiten. Ich habe letztes Jahr nicht eine Osterkarte gebastelt. Und ich hatte aber mir diesen, ich wusste, ich habe diese Stempel hier und ich wollte die unbedingt verwenden. Und dann habe ich noch dazu, dann habe ich aber noch dazu dieses Set hier genommen. Also das ist diese Easter Party hier von Lawn Fawn. Und auch die Happy Easter, den Spruch, den habe ich halt sehr oft jetzt benutzt. Und der deutsche Spruch, Frohe Ostern, ist von Stampin' Up. Also falls diese Frage aufkommt, die deutschen Sprüche sind von SU. Weil die einfach, ja, ich habe das jetzt, ich glaube, schon mal gesagt, die sind einfach berühmt für ihre deutschen Sprüche und für diese ganzen Sachen. Und deswegen habe ich die auch. Also, ja. Ich habe auf jeden Fall den Hasen und den Bunny Boy genommen. Ich habe auch noch einmal den Hasen übrig. Also ich kann noch eine Osterkarte basteln. Ich brauche, ich glaube, auch noch eine. Und deswegen, ja, schnacke ich jetzt hier nicht mal, tue ich hier nicht lange rumlabern, sondern zeige euch einfach, was ich gemacht habe. Ich fange auch mit den Osterkarten an, weil ja, bin halt auch ein bisschen stolz. So, ich habe hier meine erste. Das ist wirklich meine erste, glaube ich, ja. Ich habe die mit Dings gemacht. Hier, Laminierfolie ist das. Also ihr seht das. Und das ist Doodlebug-Papier. Und ich habe einfach meine Koloration an diese Streifen hier oben angepasst. Und dann war mir das hier oben noch ein bisschen zu nackig. Da habe ich so ein Juteband gefunden. Also wirklich gefunden. Ich habe da in meinem Sammelsurium gesucht. Die Karte hat aber eine komische, also eine seltsame Größe. Also die wird wohl in einen Umschlag passen, in einen ganz normalen. Aber die hat eine seltsame Größe. Also ich war da ein bisschen fehlgeleitet. Ja, die ist schon 10,5 hoch, aber die ist von der Länge her, ist die, ja, 12,78, so. Ist ein bisschen seltsam, aber das war meine Schuld, weil ich das Motivpapier ein bisschen blöd geschnitten habe. Ich hatte aber dann keins mehr, also von der Sorte, und ich wollte das unbedingt, dass die sich da an die Hände halten. So, das ist auf jeden Fall die erste. Dann habe ich, jo, diese. Die ist aber nach einem Sketch entstanden. Den habe ich in einem YouTube-Video gesehen. Also ich habe da so eine Karte gesehen in einem YouTube-Video und habe gedacht, okay, das münze ich zu meiner Sache um. Und ja, ich wollte auf jeden Fall, mein Augenmerk lag jetzt bei den Osterkarten darauf, Motivpapier zu verbrauchen. Denn ich habe so viel und ich weiß nicht, wohin damit. Und ja. Ich habe da diesen Block genommen, Hoppy Easter, den habe ich auch noch einmal, also den habe ich zweimal gekauft, da gehabt damals. Und es sind immer noch ganz, ganz viele Blätter drin. Und ja, da musste ich halt mir mal ein bisschen was dazu einfallen lassen. Der Cardstock ist auch von Stampin' Up, aber da könnt ihr das Vergleichbare nehmen. Für mich hat das jetzt einfach gepasst, dass das Bermuda-Blau ist und das ist hier halt Aquamarin. Und das hat für mich einfach gepasst. Ich habe das auch mit den Spektrum Noirs koloriert. Und wie gesagt, das Frohe Ostern ist auch SU. Aber wie gesagt, man kann da auch alles Vergleichbare nehmen. Ich habe nun mal aber keinen anderen Ostergruß wie den. Und halt den englischen. Also mir persönlich ist es egal, ob ich eine Karte bekomme mit deutschem oder englischem Spruch drauf. Es muss einfach
ein bisschen Abwechslung drin sein. Die hier, die habe ich auch mit als erstes gemacht. Und da habe ich auch die Bäume von dem neuen Baumset vom letzten Jahr genommen. Das kam im Herbst oder so. Und dann habe ich hier diese Reihen, die mag ich ja. Und das Papier ist wieder Doodlebug, ne? Also das sind aber große, das war so ein Valu-Pack, so ein großes Mal von Kreativbund irgendwann. Und ja, mit diesen 30x30 Papieren komme ich Ewigkeiten. Weil ich auf Karten, ich muss mich echt zwingen, dass ich Motivpapier nehme. Ich zeige euch auch dann gleich warum, weil ich habe noch zwei Karten dabei, wo ich die Hintergründe selber gemacht habe. Und das mache ich ja eigentlich sehr, sehr viel und deswegen weiß ich auch manchmal gar nicht, warum ich Motivpapier kaufe. So, das ist mein nächster Versuch. Den habe ich auf der CC-Design-Seite gesehen, also so ähnlich. Diese geschwungene Sache war da nicht dabei, die hatten da so eine Bordürenstanze, die habe ich aber nicht. Und ja, ich fand das cool und ich finde auch den hier total cool. Und ja, finde ich gut. Werdet ihr nochmal sehen, aber in einer anderen Farbkombi. Ich hoffe, die gefällt euch auch. Dann habe ich nochmal mit dem Fenster, also ich liebe das Fenster, ne? Also wenn mal was schnell gehen soll oder so, also es sieht immer geil aus und man braucht nicht viel, ne? So, da habe ich hier versucht auch ein bisschen, das sieht man jetzt gerade gar nicht so, dass ich hier sogar noch ein paar Berge überall dahinter gemacht habe. Ja. Ja, ich habe es halt versucht, ein bisschen an den Hintergrund anzupassen. Da sind halt Wolken und ein bisschen Wiese und ja, ein Baum. Die Bäume hatte ich vorkoloriert, die habe ich einfach benutzt. Und den Rest musste ich alles so kolorieren. Also wie gesagt, nur die Bäume sind vorkoloriert gewesen. So, was haben wir denn dann noch? Wir haben dann jetzt noch eine Flippin' Awesome-Karte. Wenn ihr wissen wollt, wie die geht, ich habe da ein Tutorial dazu gemacht, wie man die ohne Stanze macht. Es gibt ja da diese Flippin' Awesome-Stanze von Lauren Vorn, aber ich wollte mir die nicht kaufen, weil ich diesen Format von der Karte, den kannte ich schon. Und ich habe gedacht, nee, das kann man ohne Stanze machen. Also die Stanze ist wahrscheinlich sehr cool und sehr aufeinander abgestimmt und es geht wahrscheinlich auch schneller. Und ja, hier habe ich das auch nochmal versucht. Halt, wie gesagt, das Augenmerk liegt halt darauf, Motivpapier zu verbasteln. Und sie funktioniert. Sie funktioniert. Und dieses Ding hier mit dem Pfeil, das gehört zu der Magic Picture Changer Stanze. Die habe ich allerdings. Und deswegen, ja, und das vor Ostern wieder als Banner. Und dann, ja. Ich finde übrigens den Cardstock total cool. Ich hatte den mal, ich glaube, ich hatte den mal in einem Adventskalender. Und den finde ich richtig geil. Das ist ein richtig cooles Apfelgrün und ich liebe es. Ich liebe es. Es sieht dem Twisted Citron Oxid von Ranger total ähnlich. Also ich finde es total cool. Gut aufeinander abgestimmt geht das. So, die habe ich nochmal gemacht. Ihr seht das bestimmt auch, dass die sich, also die sind gleich. Eigentlich sind die gleich, nur der Hase ist ein bisschen anders koloriert, ne? Die sind eigentlich gleich. Ach, übrigens ist das Nuvo Drop, den ich versucht habe, da so galant wie möglich als Streifen dahin zu machen. Wirklich versucht, ne? So galant wie möglich. Das Motivpapier ist dasselbe, ich hatte halt noch das übrig. Also es ist, habe es echt versucht. Dann habe ich noch eine und das ist diese. Und die habe ich mit dieser Wellenstanze von Lauren Vorn gemacht. Das ist die Hillside Border Stanze von Lauren Vorn und das ist die Wellenstanze. Und die finde ich, das finde ich noch besser wie das. Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Farbkombination hier, die gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich mag beide sehr, wirklich. Wobei mir hier der Hasenjunge besser gelungen ist wie hier. Aber ich muss sagen, dass die Farbkombination finde ich echt schön. Also das sind jetzt meine Osterkarten. Achso, nee, ich habe auch noch zwei selber gemachte. Und zwar habe ich dann noch diese hier. Sehr schlicht und einfach. Ich habe diesen Stencil gefunden. Ich meinte, den habe ich vor 2 Jahren gekauft. Den habe ich heute, also den habe ich jetzt für diese Karten das erste Mal benutzt. Also es ist von Echo Park und da gab es dieses Hello Easter, die Hello Easter Kollektion und ich glaube, das ist 2018 oder 2017 sogar. Bin mir gar nicht sicher. Ne, hier steht 2018, also vor 2 Jahren gab es Hello Easter. Diese Kollektion fand ich super und mit der Kollektion habe ich mir auch diesen Stencil gekauft und ja, jetzt habe ich ihn das erste Mal benutzt, ne? Also
Eben, weil ich Hintergründe halt so gern selber mache. Ich stehe wieder frohe Ostern. Ich finde schwarz mit weißem Embossing zeitlos schön halt einfach. Und hier meine zwei süßen Hintergrund. Das ist hier, ich glaube, das ist Creased Lemonade, Carved Pumpkin und Twisted Citron. Wo man das nicht so sieht, weil das ist ineinander verwischt. Das ist das. Naja, orangener Kartenrohling kann man schon mal machen bei so einer Osterkarte. Und dann habe ich noch, das ist die zweite, daran habe ich ein bisschen länger gesessen, die Eier und die Gräser, das ist das Hobby Easter Stempel Set von Doodlebug, weil mir einfach das Zubehör zu diesem Stempelset zu klein war. Da hätte ich Ewigkeiten gesessen, bis ich das hätte mal, bis ich da hätte mal was ausgefüllt gekriegt. Oh, ist gleich 12, okay. Hier. Ein winzig kleines Körbchen, eine winzig kleine Blume, solche Jelly Beans in winzig klein, also keine Eier und nix. Ja, noch eine Blume und ein Blatt. Also hätte ich wochenlang gebraucht. Aber ich finde es so, wie ich es gemacht habe, auch ganz niedlich. Also trotzdem irgendwie nicht zu riesig für die, ne? Also gut, der Baum ist ein bisschen unterdimensioniert, aber ansonsten, Hintergrund habe ich wieder dasselbe gemacht. Dasselbe wie hier. Eine andere Stanze verwendet halt einfach. Und ja, hier so ein paar Eierchen hingeklebt und dann war das das schon. Dann war das das schon, ne? Das waren Osterkarten. Dann habe ich ja einen neuen Stencil. Ich habe einen neuen Stencil geschenkt bekommen. Das ist dieser. Oh, ich freue mich immer noch. Ich freue mich immer noch. Den wollte ich mir kaufen, den habe ich geschenkt gekriegt. Sehr, sehr schön. Und den wollte ich unbedingt benutzen. Und da ich diese zwei Kerlchen hier auch neu hatte, die habe ich mir quasi vor meinem Umzug bestellt. Die kamen auch noch vor meinem Umzug an, aber die, sobald die ankamen, habe ich die verräumt. Also die habe ich da quasi noch nicht benutzen können. Und jetzt bin ich dazu gekommen. War meine erste Koloration im neuen Zuhause, deswegen seid nachsichtig mit mir, wenn es nicht so geil ist. Ja, und diese Happy Day Stanze, Happy Heart Day, habe ich auch neu. Also die Line Border Stanzen finde ich super, da ziehen auf jeden Fall noch ein paar bei mir ein. Und ja, diese Wonky Stitch, die liebe ich ja eh. Und dann habe ich den hier noch so ein kleines Sandbänkchen gebaut. Und ja, mir gefällt sie. Eben, weil ich habe das halt einfach angepasst. Das ist, ich hätte das wollen eigentlich in schwarz machen, aber das war mir zu hart von der Sache her. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Sehr, sehr schön. Also mir gefällt sie gut. Also ich weiß nicht, wie sie euch gefällt, aber mir gefällt sie sehr gut. Dann habe ich mal was für mich Untypisches gemacht. Ich habe mal kein Motiv verwendet. Das war gar nicht geplant. Also eigentlich war das so geplant, dass diese zwei vor diesem Hintergrund sitzen. Das fand ich aber dann irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht warum. Und dann hatte ich das hier schon so zusammengesetzt und dann habe ich hier halt schön gemacht und hier halt das Happy Heart Day. Das hat hier in schwarz, ist das super. Ja, das ist in schwarz. Ich hätte es lieber in dunkelbraun gehabt, weil das auch dunkelbraun ist, aber naja, ist ja geil, man kann ja nicht alles haben. Und dann habe ich aber gedacht, ey, die sieht schon gut aus so. Also irgendwie, fehlt mir hier jetzt gerade nichts. Also ich habe erst gedacht, okay, hier muss noch ein Motiv drauf. Ich hätte eh kein passendes gehabt, aber ich finde es jetzt so, wie es ist. Mal ohne Motivstempel finde ich es gut. So, also, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich ein bisschen mit Geburtstagskarten gespielt. Ich brauche nämlich ein paar. Und da habe ich mir überlegt, ich hatte vorkolorierte Motive, die ich vor Weihnachten, also irgendwann letztes Jahr im Dezember, habe ich koloriert. Und ich habe auch letztes Jahr im Dezember Hintergründe gemacht. Wie Sau, ne? Wie Sau. Ich habe Alkoholinks auf Vellum gemacht. Und ich habe auch hier von, ich hatte doch dieses, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, genau. Hatte ich doch diese Hintergründe gemacht für Simone, fürs Design-Team. Und da habe ich halt noch welche übrig gehabt und die wollte ich jetzt mal verbasteln. Und da habe ich mir halt aus meinen vorkolorierten Motiven das gesucht, was zufällig gepasst hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte mal Geburtstagskarten mal anders machen, weil ich sehe das nicht ein. Ich habe jetzt, ich habe, aus Versehen war es ja nicht. Ich habe vor Weihnachten, gab es ja dieses C-Design Release. Und da waren ja die Weihnachtsmänner, die Santa Claus Frau und oder die Oma, weiß ich nicht, denn auf jeden Fall gab's da eine Release. Und ich habe mir da alle Stempelsets gekauft. Also mit alle meine ich alle. Also das
Dann habe ich noch den Schneemann, der auf dem Schlittschuhen ist und der kleine Schneemann, der auf der Eisscholle sitzt. Oder der Eisbär, Entschuldigung, nicht Schneemann. Eisbären meine ich. Und diese ganzen Yetis und so. Und ich habe gedacht, ey, jetzt habe ich mir diese tollen Stempel gekauft. Und jetzt ist Weihnachten vorbei. Winter gab's ja keinen. Und ich möchte aber trotzdem Geburtstagskarten mit diesen Motiven machen. Weil ich denke, ey, Geburtstag kann ich machen, wie es gefällt. Und ich habe mir das jetzt so gedacht, das ist ja eigentlich auch ein Winterstempelchen, sicherlich. Es gibt ja auch welche, die Wintergeburtstag haben, Leute. Aber dadurch, dass wir ja einen Klimawandel haben und so, also ich will jetzt nicht hier vom Urschleim und vom Klimawandel anfangen, um Gottes Willen. Aber dadurch, dass wir ja keinen Winter hatten dieses Jahr direkt, also ich habe keinen gehabt auf jeden Fall, ist mir das einfach zu schade, dass meine Stempel jetzt wieder ein Dreivierteljahr warten müssen, bis ich sie wieder benutzen kann. Und das finde ich ein bisschen schade und deswegen habe ich halt gedacht, okay, Geburtstagskarten kann ich auch mit diesen Winterstempeln machen. Also Weihnachten finde ich ein bisschen übertrieben, aber mit den Winterstempeln würde ich gerne Geburtstagskarten machen. Und das ist jetzt dabei herausgekommen, lange Rede, kurzer Sinn, Alkohol, Ink, Hintergrund, oft Vellum, also einfach nur weiße Karte, das geht. Und ja, diese zwei kleinen, diese Süßen hier, die finde ich ja niedlich. Und hier ein Happy Birthday und schon ist die Geburtstagskarte fertig. Also ich habe es mir ganz einfach gemacht, weil der Hintergrund macht schon viel zu viel eigentlich. Aber ich find's schön. Also, dann habe ich nochmal so eine winterliche. Also es ist für mich jetzt kein Winter, weil ich habe es ja sowieso schon in anderen Farben koloriert. Also es ist eh schon viel bunter, wie ich es eigentlich gemacht hätte für den Winter. Und hier habe ich nochmal so einen Alkohol-Ink-Hintergrund auf Vellum. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Berg gebaut, wo das halt draufsteht. Und ja, Happy Birthday, fertig. Also, ne, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich finde das einfach ein bisschen schade für diese wunderschönen Stempel, die vor Weihnachten rauskommen. Oder im Januar nach Weihnachten, wenn dann schon Winter vorbei ist und so. Also im Januar ist eigentlich Winter noch nicht vorbei, aber wir hatten ja keinen Winter, so meine ich das. Und wenn dann nichts ist, dass man die dann einfach in den Schrank stellt und die dann da im Schrank versauern. Ich mag das nicht und dafür kaufe ich sie mir ja nicht. Und deswegen habe ich auch im Januar noch diesen kleinen Kerl koloriert. Den kann man auch noch im März kolorieren, wie man möchte. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das Ganze drumherum. Ich würde auch jetzt schon anfangen mit Weihnachtskarten basteln, einfach weil mir danach ist. So. Dann habe ich noch diese. Wie gesagt, den Hintergrund hatte ich mal irgendwann vorbereitet. Ja, auch so Mittel von Cecile Designs. Und ein bisschen Vellum, Sterne drüber. Und ja. Ich finde, das ist schön. Also mir gefällt es gut. Wie gesagt, ich habe meine ganzen Karten, die ich hatte, und ich glaube, das waren 60 Stück oder so, die habe ich gespendet. Ich mache das ja gerne. Und deswegen muss ich jetzt wieder Geburtstagskarten produzieren. Und deswegen kommt mir das eigentlich ganz zugute, wenn ich kann hier Geburtstagskarten so machen. Weil es gibt halt auch Leute, die im Winter Geburtstag haben oder die überhaupt so auf so Schneemotive stehen und so. Und da kann man sich ja, also ich richte mich da gern danach oder ich mache das einfach so, wie mir das gefällt. So. Und dann habe ich noch dieses. Ja, die Hunde von Cecile Design sind auch schon ein bisschen älter, aber es hat übelst Spaß gemacht, die zu kolorieren. Und ich finde diesen kleinen Kerl hier besonders niedlich. Ja, dann habe ich ja noch so ein bisschen ein paar Sachen dazu gelegt und ja, die Stanze ist wieder von Lawn Fawn. Das geht eigentlich meistens sehr einfach, obwohl ja das am Ende doch ein bisschen komplizierter ist, wie man es denkt, weil ja, man möchte ja drinnen trotzdem so eine kleine Landschaft in dem Fenster haben und deswegen dauert das am Ende doch ein bisschen länger. Okay, ihr Lieben, das war's auch schon. 18 Minuten. Ich hoffe, euch gefallen die. Ihr könnt mir das gerne mal schreiben, Feedback dalassen. Ist mir eigentlich, wie ihr das macht, ist mir das egal. Ich war jetzt eine Zeit lang inaktiv. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil ich habe halt, wie gesagt, umgezogen und naja. Allerdings hat man bestimmt den Umzug auf Instagram jetzt nicht unbedingt gemerkt. Weil ich hatte zwar kein WLAN, aber für ein Bild hochladen reichen die mobilen Daten halt. Ne? Und ich habe mir das extra so eingetaktet, zu meiner Umzugszeit einen ATC-Tausch zu machen. Also, ich habe mich da halt drauf vorbereitet. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich umziehe. Ich habe gedacht, okay, so habe ich gut 3 Wochen oder 4, falls ich nach dem Umzug in eine kreative Sperre habe in meinem Kopf oder so.
dass ich halt schon was habe, ne? Und ich habe das halt so mir eingetaktet und das ging auch so gut. So. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.